Die kannst du ablecken, ohne vorher sauber zu machen. Reis auf Anfrage ist das Dümmste, was es gibt. Ich suche immer. Ich habe immer den Scan-Blick. Ich suche irgendwas, was noch unseren Tag der offenen Tür abrunden würde, was man so als kleines Highlight vielleicht noch mitbringen könnte. Aber bis jetzt habe ich so... Idee, Ferrari. Nee. Eher nein. Zu teuer, zu wenig Kundschaft. M6 Coupé, genau so einen hatte ich mal. Nicht mit der Leistungssteigerung von G-Power, aber mit dem normalen Motor, 507 PS, V10, 8400 Umdrehungen, eine unfassbare Drehzahlsau. Und das war das erste Auto, mit dem ich wirklich ganz entspannt 330 gefahren bin. Wo du den Leuten, die gesagt haben, man kann doch auf deutschen Autobahnen sowieso nicht so schnell fahren, ich habe mal gesagt, hast du mal 5 Minuten Zeit, dann komm mit und dann zeige ich dir. Pop, pop, einmal in den 7. Gang hoch, einmal 300 nebendran, Schnauze gehalten, okay, nie wieder diese Diskussion. Die sind sauschnell. Ich fand, also normal bin ich nicht so der Lila-Fan, aber die Farbe war geil auf dem Golf und auf dem Polo. Einfach eine schöne Sonderfarbe gewesen, muss man sagen. Ist heute auch immer noch gesucht und cool, ne? Es wird gesucht, Sascha. Es wird gesucht, habe ich gehört. Ja, ja, es wird gesucht. Es wird gesucht. Ja, es wird gesucht. Wird's auch gekauft? Man sucht es. Manchmal kauft man es auch. Suchen. Der Name ist Programm. Richtig. Ja. 928er erste Serie. Ganz früher. Preis auf Anfrage ist das Dümmste, was es gibt. Ich verstehe das nicht. Ich habe dann schon gar keine Lust mehr zu fragen. Was ist denn so schwer dran, einen Preis dran zu schreiben? Ich verstehe das nicht. Und das ist auch kein Geheimnis. Nee, ein Preis ist kein Geheimnis, weil wenn du ein Auto kaufen willst, musst du eh einen Preis wissen. Also Preis auf Anfrage macht man nicht. Das ist einfach dämlich. Wir sind natürlich hier schon in der exklusivsten Halle. Und das, was hier steht, das hat schon Hand und Fuß. Hier allein zum Beispiel bei den Italienern hier viel Lambo einmal drumherum. Aber die Autos sind halt auch wirklich alle extrem top. Da kannst du echt vom Kofferraumdeckel essen. Also die Autos sind Sahne. Die kannst du ablecken, ohne vorher sauber zu machen. Komm her, ich zeige euch mal was. Oder oben. Volante. Ja, genau, der hatte die ähnliche, stimmt. Der Volante hat Rückleuchten vom Scirocco oder vom Santana drin. Mit den Riffeln. Das gab es früher immer wieder, dass man einfach ins werksfremde Repertoire gegriffen hat, wenn man keinen Bock hatte, Rückleuchten selbst zu entwickeln. Günstig. Und gerade, genau, und auch gerade bei Autos, die nicht so häufig gebaut worden sind, hat man das mal gemacht. Da haben bei VW angefragt, wie viele Rückleuchten habt ihr denn noch vom Scirocco? Und da haben die gesagt, boah, muss weg, noch 17 Kisten. Ja, alles da, komm, dann bauen wir so ein paar von den britischen Haufen und bauen die Scirocco-Dinger da ein. Okay, ja gut, hier sind wir wieder in der British-Ecke. Ja, halt geil, einer von den wenigen Essens, die ich extrem cool finde. Aber halt auch 845.000. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, fast sechsstellig wahrscheinlich, siebenstellig. Die Räder sind halt einfach geil. Das ist so. Nee, das ist nichts für uns. Nee, da findet man nichts, da haben wir auch keine Kunden dafür. Und da musst du dich auch echt, mit den Dingern musst du dich auch richtig gut auskennen. Der ist zwar grün, aber der ist für mich jetzt ein Ticken zu alt. Also es muss irgendwas sein zwischen zu alt und zu neu, wie der AMG GT. Da hinten der Bus ist schön grün. Der ist auch, das ist auch das richtige Alter. Haben wir Glück gehabt. Müssen wir keinen VW-Bus kaufen. Wie wenig überraschend, er ist grün, er ist alt, es ist ein Japaner. Ich mag, er ist relativ schnell für die damalige Zeit. Also kommt aus Schweden übrigens. Ja. Ich mag die Fair Ladies total. Also ich finde die Fair Ladies von der Form her super, super schöne Autos. Waren lange Zeit ja total underrated, was den Preis angeht. Aber jetzt kosten gute Autos auch richtig Geld. Ne? Die Zeit ist rum. Was würdest du hier schätzen? 35 bis 40? Ich würde sagen, ich würde auch so mindestens eine 3 vorne. Ja, locker eine gute 3 vorne dran. Thank you. Noch nicht ganz fertig, ne? Der war eben nur um den Transporter. Ja, der hat den Preis noch nicht dran. Da muss man später mal kommen. Also, es ist ein schönes Auto. Ich finde das Grün sehr, sehr geil. Grün und Orange sind die Farben für die Autos. Ja, das hier, 3,0 CSL, Batmobil, das ist ein Auto. Das andere ist hier, weiß nicht, neumodisches Spielzeug.
viel zu rund. Das ist geil, das ist geil. Ja, genau. Das ist schön hier. Das ist geil. Golfgelb. Das kann man ja mal zu Hause ausprobieren. Da bin ich noch kürzer. Wenn, wenn Besuch kommt, der jetzt nicht unbedingt lange bleiben soll, dann ist Schleudersitz eine gute Option. Ja, Porsche wünscht dir was hier am Stand. Riesengroßer Stand, ungefähr 25 911er und ähnliche verwandte Autos in allen Varianten, in allen Farbvarianten, in allen Zuständen. Teilweise noch nicht ganz fertig gebaut, teilweise noch zum Selbstaussuchen, Farbe, Modelle, Zustände. Da kann man wie auf Bestellung sich seinen 911er bauen lassen. Das ist natürlich schon 9-11 Paradise, würde ich sagen. Gut, welchen kaufen wir? Ich befürchte gar keinen. Das sagst du immer, wenn ich einen kaufen will. Sehr schöner C-Kadett in einer seltenen Farbe, auch vom Zustand her gut. Die typischen C-Kadett-Sollbruchstellen sind gut. Der ist natürlich schon mal restauriert worden, aber es ist ein sehr schönes Auto vom Club. Leider nicht zu verkaufen. Das wäre tatsächlich ein Auto, frühe Serie, Blinker unten. Schön, sehr geil, gefällt mir gut als Limo. Schätze ich preislich in dem Zustand auch irgendwo bei über 10.000 ein, aber ist eh nicht zu verkaufen. Aber wenn, dann wäre das ein sehr interessantes Auto für uns. Würde mir richtig gut gefallen, genauso wie er da steht. Ja, der Preis ist ganz gut für einen 280er TE. Hat aber auch schon über 300.000 gelaufen. Ja, also ich würde sagen, könnte man machen, wenn man noch ein bisschen Verhandlungsspielraum hat. Ist jetzt sicherlich nicht das schlechteste Angebot auf der Messe bis jetzt, aber werde ich trotzdem nicht machen. Der hier ist vom Preis her relativ günstig, gefällt mir nicht. Einfach das Auto insgesamt gefällt mir nicht. Zu viel, weiß ich nicht, Kleinigkeiten. Blinde Scheinwerfer, Stoßstange verbappt, nicht sauber, ist einfach nicht schön präsentiert. Wir sind schon wieder bei E36, British Racing Green, aber kein GT, sondern 328 MTech als Kombi, als Touring. Schönes Auto, vernünftiger Zustand, Preis okay. Wenn es eine Limo wäre, würde ich den für den Preis kaufen. Beim Touring bin ich eher raus, aber Auto gefällt mir trotzdem sehr gut. So ein paar Kleinigkeiten, Details sind halt nicht so schön, aber okay. Trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass der verkauft wird. Galerie Aldering, der Nico. Wir haben auch schon zwei, dreimal zu tun gehabt. Extreme Koryphäe in dem Bereich Oldtimer. Hat natürlich hauptsächlich hochpreisige Autos. Hat einen super, super coolen Laden in Brummen in Holland. Da sind auch wirklich, die Auswahl ist sensationell. Allein, wie man hier auch schon sehen kann, aus 5 Epochen und allen möglichen Preisregionen. Aber hauptsächlich, sie sind hohe Preisregionen. Ah, der Auto ist aber wirklich super schön. Nico kauft nur Top-Qualität, macht sie dann, wenn es geht, noch ein bisschen besser und verkauft sie dann natürlich auch zu gepfefferten Preisen. Aber es funktioniert. Er verkauft jede Woche einige Autos in diesen Kategorien und ist ein guter Typ. Wir hatten schon ein paar Mal zu tun. Hat hier auch, glaube ich, mit den größten Stand, zumindest mal mit den exklusivsten Stand. Sehr schöne Sache. Was auch fällt, auch bei den hochpreisigen Ständen, das Thema Scheunenfund ist allgegenwärtig, wird immer interessanter. Natürlich haben wir da jetzt keinen Granada, sondern Autos, die wie hier sogar eine motorsportliche Historie haben und die sicherlich auch in dem Zustand richtig, richtig teuer sind. Aber es ist spannend. Galerie Aldering hat einen Fund gemacht von über 200 Fahrzeugen aus der Scheune und wird die demnächst versteigern. Also das Thema Scheunenfund nicht nur bei uns hochinteressant, sondern auch wirklich im hochpreisigen Segment immer, immer größerer Markt dafür. Und was ich halt cool finde, ist, dass viele von den Fahrzeugen eben nicht tot restauriert werden, sondern dann ihre Patina auch weiterhin als Sammlungsstück zeigen und behalten dürfen. Das ist extrem cool, weil das Auto, ja, hat ja gelebt und das ist toll, wenn er das zeigen darf. Techno-Klassiker, langer Tag, es ist Abend, es geht zu Ende. Man muss sagen, viele schöne Autos. Man kann sagen, preislich ist das schon aus dem hohen Regal.
Für uns war leider nichts dabei. Wir müssen also wieder konventionell auf die Suche gehen nach einem Highlight für unseren Tag der offenen Tür. Schade. Trotzdem hat es sich gelohnt, wieder einen guten Blick auf den Markt zu kriegen. Die Preise hier, ich weiß nicht, ob sie wirklich repräsentativ sind, weil dafür waren sie meiner Meinung nach ein Ticken zu hoch. Ich glaube auch nicht, dass hier am Wochenende besonders viele Autos verkauft werden. Wir haben gesehen, einige hochpreisige wurden verkauft. Testarossa für 250.000 ging mal eben so gerade über die Bühne in Weiß. Super schönes Auto. Aber das sind dann doch eher die Ausnahmen. Ich glaube, die meisten werden ihre Autos am Sonntag wieder einpacken und wieder mit nach Hause nehmen. Wir packen auch ein, nehmen nichts mit nach Hause diesmal. So ist das manchmal. That's life. Manchmal isst man die Taube und manchmal die Statue. Und egal, wir sagen, bleibt uns gewogen. Bis beim nächsten Mal. Und wenn euch das gefallen hat, folgt uns doch gerne hier. Benzin im Kopf. Welcome Petrolheads. Macht's gut. Ciao.